So, schönen guten Tag. Da bin ich wieder. Auf Schleichfahrt, wie angekündigt, Richtung Lebensgülde. Denn ich werde mir nun den Alchemisten aneignen. Vorher mache ich besser die Helligkeit doch nochmal runter. Ich weiß nicht, für diejenigen, die Lese interessiert sind, die sehen jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Also ich finde es zu dunkel auf dem Display, aber... Wir können mal so einen Zwischenschritt wählen. Wir drücken mal auf die 2. Das ist vielleicht besser als nichts. Guck mal. Wenn es euch nicht lesbar erscheint, dann kauft es euch, das Spiel. So, den habe ich. Den habe ich. Oh, Magier wäre auch natürlich. Ja, Alchemist. Aha. Bings! Schön! Herzlichen Glühstrumpf, du bist jetzt ein Alchemist. Ja, ich erwähnte das in den anderen beiden Videos der Erkältung. Hans-Dieter heißt er, ist immer noch nicht weg. So, dann gehe ich mal auf die Suche nach meinem Lehrer. Lehrer! Wieso zeigt sie nach oben? Echt? Da ist mein Lehrer? Wer ist mein Lehrer? Reise nach Jerusalem. Also, ich vermute, hier ist er nicht. Da hat einer einen roten Teppich oben auf der Wand liegen lassen. So. Bist du mein Lehrer? Ah. Lass mich raten, du bist genauso unfähig wie alle anderen Meister auch. Ja. So. Super. Wollte ich dann immer mal haben. Ein Vogel als Assistent. Naja, wollte ich ihn immer mal haben.
Hi, Bunny. Ah ja. Ich bin Bombentechniker. Wenn du mich weglaufen siehst, bleib dicht hinter mir. Welcher Film? Der Anschlag. Im Original The Sum of All Fears. Wobei ich mir dann denke, das hätte man entweder auch lassen können oder so ins Deutsche auch übersetzen können. Sehr peinlich. Aber wahrscheinlich einfach, weil der, wahrscheinlich heißt das Buch im Deutschen so oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall peinlich. Prima. Unglaublich. Das bin ich froh, dass ich den weiten Weg hierher gemacht habe. Ja, ich sollte mich besser beeilen. Ich habe aber keine Zeit. Ich habe eigentlich so viel zu tun. Ich habe hier mittlerweile... Endlich ist meine Lieferung aus Hongkong angekommen. Mit zwei Bottom Screens und einem Top Screen für ein 3DS XL. Ich müsste also auch mal langsamst ein paar Geräte reparieren. Zum Beispiel den Quietschpink. Ich glaube, das war ein Fehlkauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den zu einem angemessenen Preis wieder loswerde. Wer kauft schon ein Gerät in Quietschpink? Das ist so... Entschuldigung. Also, falls jetzt jemand zusieht, der sich ein Gerät in Quietschpink gekauft hat, eine tolle Entscheidung! Eine prima Sache! Ich bin so stolz auf die... Ich finde es echt schade, dass es die Zelda-Edition nicht in Pink gab. Hätte ich auch so... Okay, ich denke mal, der wird in einem Jahr oder sowas, werde ich den meiner Tochter schenken. Weil ich nämlich zu einem angemessenen Preis los werde. Wobei, abgesehen von den Versandkosten, die auch noch human waren, haben die Screens irgendwie mal 10 Euro weniger gekostet. Ne? Also anstatt 60 Euro für das Gerät, wo beide Screens defekt sind, habe ich halt jetzt mal 40 Euro zusätzlich ausgegeben. Also, kennt man, ne? Die Werkbank! So, dann machen wir das mal. Und dann wird es wahrscheinlich heißen, okay, wir müssen jetzt aber... Ach, meine Güte. Beim letzten Mal habe ich noch dran gedacht. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Bla 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 bla. Ne? Ich sehe so nerdy aus. Anleitung fehlen. Mich juckt's. Und zwar auf beiden Seiten vom Gesicht und am Ohr. Ich glaube, ich werde irgendwie viel Geld... Oh, Geld! Apropos, ich muss mal gleich noch nach meinem Lottogewinn schauen. Also, ich hoffe, dass ich gestern im Lotto gewonnen habe. Ja, jetzt heißt es natürlich wieder nochmal neue Zeichen lernen. Das schaffe ich. Oh, ich bin so gut. Das hättet ihr nicht so gut hingekriegt. Wie weit bin ich eigentlich als Jäger? Ach, da bin ich ja auch schon halt. Schade. G.
Genesungstränke sind die einfachsten. Das war ja klar. Jetzt sind wir vorbeigekommen. Bla bla bla. Bombe. Ich habe nur Bombe gelesen. Ich schaffe es alle Jungen. Nein, nein, den Satz spreche ich nicht zu Ende, das ist widerlich. Rotibert. Mhm. Rupert, okay. Ach, ich bin auch ein Trottel. Also, ist nichts Neues, ne? Hallo! Entschuldigung. Ja. Aha. Toll. Blablabla. Oh. Wo kommt jetzt die Müdigkeit her? Ist noch was in meinem Kaffee? Nein. Ich glaube, ich mache gleich noch ein paar Aladdin oder so. Ja, mir ist es auch zu langweilig. Ja, ich muss üben. Ich habe meinen Namen gehört, jetzt werde ich mal wieder wach. Also, ja, holen wir die Materialien. Amulett des Glücks. Ein paar Notizen. Eingeprägt. Pech, Retten, Duios. Lederfaden. Gefährliches Objekt. Lederfaden und ein Handwerkszettel, ist klar. Also, gehen wir erstmal nach dem Lederfaden hin. Ich könnte dafür wetten, dass wir den jetzt geschenkt bekommen. Geh da aufs Haus, weil ich ja bestimmt ein guter Kunde werde. Geh schlafen, tschüss. Da. Immer dem roten Ausrufezeichen nach. Hallo, meine Lieben. Okay. Ja. Ich hätte auch noch 100 davon im Bankschließfach gehabt, glaube ich. Wundersame Materialien. Wer auch sonst? Wo auch sonst? Wie auch anders? Dann gehen wir mal darüber. Hallo, du mit dem Ausrufezeichen. Ich frage mich immer, ob das Männlein oder Weiblein sind. Hm. Ah, Maske, dachte ich mir gleich. Mich. Ich sehe sehr gefährlich aus in meinem schönen grünen Kittel. Ansonsten könnte ich noch an den dunklen Sultan
verweisen. Der sieht auch relativ gefährlich aus. Oder dieser schwarze Dino, der irgendwo in der Wüste rumtappt. Auch sehr gefährlich. Mein eigenes Rezept. Mächtig gefährlich, Mann. Welcher Film? Welcher Film? Welcher Film? Alien 4. Aha. Guten Tag. Uch, du siehst nicht gefährlich, du siehst lächerlich aus. Ja, schnarch, genau. Hau ihm das Ding einfach in den Kopf, dann... Oh, genau das. Professor Schnarch. Wer bin ich? Ja, wo kommt das eigentlich her? Das weiß ich nicht. Also, ich meine, woher es im Original kommt, ich kenne es nur aus Scrubs. Ich weiß noch nicht mehr, wie der Patient hieß, der JD dann umjumpt. Aber das ist sehr witzig. Müsste ich auch mal wieder gucken. Vielleicht ist es ja immer noch witzig heutzutage, nachdem ich die gesamte Serie schon 8, 9, 10 Mal gesehen habe. Ohne sie im Fernsehen zu gucken, wohlgemerkt. Interessiert keinen, ne? Aber das Gelaber interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist wie immer zu langatmig. Schade. Der Rest des Spiels ist so genial, aber das, diese Textbox, dieser Textbox-Wahnsinn. Ich glaube, hätten sie die ganzen Textboxen rausgelassen, dann wäre es gar kein Problem, dieses Spiel auch in HD zu spielen oder so auf dem Gerät. Das hätten sie hingekriegt vom Speicherplatz her. Dass das dann auch noch so ein richtig Glitter-Bam-Bam, am besten noch so mit holographischer Projektion aus dem Bildschirm heraustretend, baut sich dann auf, ohne den Blickwinkel des Gerätes zu beachten und so. Das hätten sie hingekriegt, wenn sie die ganzen... Alter, bist du doof? Wenn sie die ganzen Textboxen weggelassen hätten. Die gab es, glaube ich, im Sonderangebot oder so. Bla bla, machen jetzt ein gefährliches Objekt draus. Danke. Einmal laut werden, bin auch gefährlich. Buh! Schwarze Schlufe, du weißt ja nichts, was du willst. Luigi weiß, was du willst. Schwarze Schlufe sagt, er passe zu nichts, was du willst. Und weise wann drei ich bin. Sagen sie her, liebe mich. Cars, aber der Text war nicht ganz original. Dann ich kann, ach, dann ich kann nichts verkaufen, ne? Reifen. Ne? Guido und Luigi. Piff! Du hast doch einen Knall. Ich hab's mir anders überlegt, ich mache jetzt auch kein Paladin und auch sonst nichts. Ich werde erstmal das hier machen und dann ist es wahrscheinlich schon. Also ich meine, ne, erstmal mit nur beim Dingsbums bleiben, beim Alchemisten bleiben. Und wenn ich dann irgendwann anders Lust habe, dann habe ich nämlich keine Lust mehr auf Gelaber. Das reicht mir jetzt. Ich möchte mich gleich noch Mario Kart 8 spielen. Und eigentlich will ich Filme schauen. Ja, ich wähle. Ich möchte... Hallo. Ach so, rechts. Aha. Ja, dann wollen wir ein Amulett des Glücks machen? Helft ihr mit? Also bei 1 heben wir die Arme hoch. Bei 2. Nein! Och, wie schlecht. Ja, das ist echt nicht so ganz elegant gewesen. Ja, ich weiß. Ich bin's halt einfach nur. Naja, fast perfekt. Ich hab mir ja mal auf ein Piep gesetzt. Ich weiß, das war schief. Das war halb Absicht. Ohne halb.
Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt gerade los ist. Also bei mir. Als ich vorhin am Bahnhof saß, fragt mich jemand nach Feuer, was ich ihm gebe. Er bedankt sich, gibt mir das Feuerzeug zurück, setzt sich etwa 3 Meter weiter und zieht ein beißender Geruch von nicht ganz jugendfreien oder eigentlich sogar illegalen Substanzen in die Nase. Also ich weiß nicht, inwiefern die illegal sind. Irgendwann gab es mal sowas von selbst, von Eigenbedarf und sowas, so und so viel Gramm darf man besitzen. Wahrscheinlich bin ich deswegen so müde. Keine Ahnung, wie wirkt sich das aus? Ich werde bei den Tags zu diesem Video einfach noch Kiffen hinzufügen. Aber da dieses Spiel ab 6 freigegeben ist, vielleicht auch nicht. Ja, los geht's. Schnapp sie, die Tiger. Na komm, das Kind hier, oder? Spider-Man, das war jetzt aber auch leicht. Könnte man auch mal wieder gucken. Ich habe nur dummerweise bei den Amazonen angeboten, so 3 Blu-Rays für 25 Euro und ähnliches. In letzter Zeit ein paar Mal zugeschlagen, also 2 Mal oder so. Ne, das eine Mal war 3 für 25 und das andere Mal war, glaube ich, 4 für 20 oder sowas ähnliches. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich noch genug zu gucken. Ich werde jetzt mal Skyline ansehen. Das habe ich neulich schon mal angefangen, aber in dem Moment, wo es dann gerade irgendwie so anfing, Sinn zu ergeben, da stand dann das Töchterchen mitten in der Nacht vor der Tür im Wohnzimmer und war etwas verwirrt. Und außerdem haben sie sich gerade gegenseitig verprügelt und das musste ich dann, glaube ich, mal schnell ausmachen. Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, das ist jetzt schon 2 Wochen her, es hat sich nicht ergeben, dass ich immer wieder weiterschaue. Also schaue ich mir Skyline an. Wo übrigens der, wie auch immer heißt, mal Donald Faison, Chris Turk mitspielt. Ich bin der Wahnsinn, ich weiß es. Also, ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, ich habe es bei Sehen und Staunen mehrfach gesagt, ich sehe gut aus, also. Naja, vergiss das, aber, ne? Ich glaube, mein Amulett ist explodiert. Ich war schneller als sie. Na gut, sie verbraucht einfach so viele Textboxen. Typisch Frau. Also, wenn ihr noch mehr Textboxen habt für sinnloses Zeugs, also der Akku der Kamera hat nur noch 1 von 3 Strichen. Gut, der wird erst rot, dann fängt er zu blinken und dann geht's aus. Das dauert sicherlich noch. Ich werde nicht jünger, das ist das Problem. Außerdem läuft mir in die Nase, ich muss nur so richtig mal so da was rausholen hier. Nee, das ist eklig, das lassen wir. Was ich mich übrigens frage, warum braucht es eigentlich je nach Tages- und Nachtzeit 1 Stunde, um ein 60 Sekunden Video bei Mario Kart 8 hochzuladen? Also das ist ja unfassbar. Gut, WLAN ist schon mal blöd, ja, gebe ich zu, aber selbst wenn das WLAN hier komplett frei ist, ich brauche da teilweise eine geschlagene Stunde zu. Läuft das alles erstmal übers Nintendo Network, dann an YouTube und von da aus klaut sich das Nintendo hinterher wieder, oder was? Das ist unfassbar. Für 1 Minute Video. Und da bin ja sogar ich hier mit allem möglichen schneller. Das ist ja unfassbar. Oh Gott, wie konnte das passieren? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Was ist passiert? Ja! Was bin ich glücklich, dass ich das endlich gemacht habe. Das ist meine Bestimmung. Alchemist.
Tschüss. Ich bin's, also kann man jetzt gar nichts sagen. Ich wäre stolz auf mich, wenn ich meine Mama wäre. Bin ich aber nicht. Mein Stammbaum ist schließlich kein Kreis. Speichern. Unbedingt. Unfassbar. Eine Stunde lang diverses Zeugs gemacht und vor allem auch gefilmt und ist nicht hingekriegt, die letzten 400 Erfahrungspunkte für den Level up zu 67 zusammenzukriegen. Ja, für mich auch. Was willst du? Ich habe schon so viel von allem. Fokus und Int habe ich, glaube ich, bisher echt vernachlässigt. Ich habe auch keinen Bock drauf. Int habe ich noch nichts. Ich glaube, irgendwann mache ich mal zum Spaß. Ja, ist ja gut. Irgendwann mache ich, glaube ich, mal zum Spaß so einen Charakter, bei dem ich dann alles nur auf. Ne, also quasi mache ich ein Leben und dann alles da rein. Am besten so eine Kampfklasse oder sowas oder Magier und dann alles auf Intelligenz und Glück oder so und dann BÄM! Verstehst du, Junge? So, tschüss. Reicht? Viel Spaß beim Nachbauen des tollen Amuletts. Ich habe schon gespeichert, oder? Ja, egal. Ja, ansonsten. Ich würde jetzt gerne sagen, slash tanzen, aber das gibt's hier nicht. Ich habe, was habe ich denn drin? Guck mal nach vorne, zeigen? Nee, was ist das? Anfeuern? Doch. Folgen, genau, folgen hier. Was ist das? Zeigen. Und unten ist hinlegen. Bleib mal liegen. Tschüss.